Wenn selbst das beste herkömmliche Hörgerät nicht mehr ausreicht, wird zum Cochlea-Implantat gegriffen. Mit der Prothese fürs Ohr können sogar Taube wieder hören. Beim normalen Hören werden die Geräusche unserer Umgebung, also Schall, im Innenohr umgewandelt. Und zwar in elektrische Signale, die das Gehirn versteht. Bis er dort ankommt, wandert der Schall zuerst über den Gehörgang, durch das Trommelfell und dann über die Gehörknöchelchen im Mittelohr. Häufig ist es bei Schwerhörigkeit so, dass die Haarsinneszellen im Innenohr geschädigt sind und die Übersetzung von Schall in elektrische Signale nicht mehr richtig funktioniert. Genau hier setzt das Cochlea-Implantat an. Werner Loos ist zur Kontrolle da. Nach einem Hörsturz ist der 66-Jährige auf dem linken Ohr taub und hat seit etwa einem halben Jahr ein Cochlea-Implantat. Für den Moment, in dem er zum ersten Mal wieder etwas hören konnte, findet er nur schwer Worte. Oh, das war so, wie soll ich sagen, ein Erlebnis, das kann man so gar nicht beschreiben. Auf einmal hören sie wieder was auf der Seite, ne? Wo man vorher nichts gehört hat. Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Fällt mir im Moment nicht ein. Das ist schon irgendwie ein bisschen gewaltig. Für mich, der vorher gehört hat, ist das vielleicht die Umstellung nicht so gravierend. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, ich habe auch Menschen kennengelernt, die haben nichts gehört, die sind taub geboren worden. Nee, wenn der das jetzt bekommt, das könnte sich gar nicht vorstellen, was das für ein Gefühl für den Menschen ist. Ne? Das Implantat lässt sich grob in zwei Bereiche unterteilen. Über den äußeren Teil wird der Schall aufgenommen, verarbeitet und dann nach innen weitergeleitet. Dort liegt, zwischen Haut und Knochen des Kopfs, der innere Bereich des Implantats. Also, Schallaufnahme, das Mikrofon sitzt hier draußen. Hier drin wird das Signal verarbeitet, geht an diese Sendespule, die es drahtlos nach innen überträgt. Hier drin wird das Signal dekodiert und über die Leitung zur sogenannten Hörschnecke im Innenohr geführt, wo man dann den Hörnerv elektrisch stimuliert. Neben einem intakten Hörnerv, der die Signale des Cochlea-Implantats an das Gehirn weiterleitet, spielen der Spracherwerb und der Zeitpunkt der Ertaubung eine zentrale Rolle. Menschen, die gehörlos auf die Welt kamen oder als Kleinkind noch vor dem Spracherwerb ertaubt sind, wenn die mal erwachsen sind, wird es mit dem Cochlea-Implantat sehr, sehr schwierig, weil die Lautsprache nicht im Gehirn gespeichert ist. Das heißt, wenn man Erwachsene versorgt, dann wichtig ist nach dem Spracherwerb, dass die Leute als Kind Sprache erworben haben und dann später irgendwann ertaubt sind. Doch auch in diesem Fall ist das Hören über das Implantat eine neue Erfahrung. Der Klang ist für die meisten Patienten erst einmal ungewohnt. Nach der Operation und der ersten Einstellung des Implantats sind also Geduld, regelmäßige Kontrollen und Training wichtig. 4 bis 6 Wochen dauert es. Aber dann können auch vorher Taube mit einem Cochlea-Implantat wieder hören.